russische Teilmobilmachung. Präsident Putin ordnet die sofortige Einberufung von 300.000 Reservisten an. Nach dem gewaltsamen Tod einer 22-Jährigen im Iran ebben die Proteste nicht ab. Der Bund hält künftig 99% der Anteile. Das deutsche Energieunternehmen Uniper wird verstaatlicht. Der russische Präsident Wladimir Putin hat eine sofortige Teilmobilmachung angeordnet. Er begründete den Schritt damit, Souveränität und territoriale Integrität Russlands zu schützen, sowie die Sicherheit der Bevölkerung zu gewährleisten. Von der Teilmobilmachung sind 300.000 Reservisten betroffen, die bereits in den Streitkräften gedient haben. Bevor sie eingesetzt werden, sollen sie eine Zusatzausbildung durchlaufen. Unser Land verfügt über verschiedene Vernichtungswaffen, die in einigen Bereichen sogar moderner als die der NATO-Länder sind. Und als Antwort auf die Bedrohung der territorialen Integrität unseres Landes werden wir zum Schutz Russlands und unseres Volkes zweifellos alle uns zur Verfügung stehenden Mittel einsetzen. Das ist kein Bluff, warnte Putin. Er sagte, Russland unterstütze die Volksbefragungen, die ab diesem Freitag in Cherson, Saporischschja, Donetsk und Luhansk abgehalten werden sollen. In den Gebieten soll die Bevölkerung über eine Eingliederung in die Russische Föderation abstimmen. Wir haben einfach kein moralisches Recht, Menschen, die uns nahe stehen, von Schlechtern in Stücke reißen zu lassen. Wir können ihren aufrichtigen Wunsch, ihr Schicksal selbst zu bestimmen, nicht unbeantwortet lassen. Wir werden alles tun, um die sichere Durchführung dieser Abstimmungen zu gewährleisten, damit die Menschen ihren Willen zum Ausdruck bringen können. Wir werden die Entscheidungen über ihre Zukunft unterstützen, die von der Mehrheit der Bevölkerung der Volksrepubliken Donetsk und Luhansk sowie der Regionen Saporischschja und Cherson getroffen werden wird. Die Bevölkerung in Cherson und Saporischschja hat bereits seit Ende Mai die Möglichkeit, im Eilverfahren die russische Staatsangehörigkeit zu erlangen. In Donetsk und Luhansk ist das seit 2019 möglich. In mehreren von russischen bzw. Moskau-nahen Truppen gehaltenen Gebieten in der Ukraine soll ab Freitag die Bevölkerung zu Wort kommen. Es geht um eine mögliche Eingliederung in die Russische Föderation. Dass viele Menschen aufgrund der Gefechte die betreffenden Gebiete verlassen haben, wird in Kauf genommen. Die von Russland mit der Verwaltung der Regionen Cherson und Saporischschja bevollmächtigten Führungen sprachen sich ebenso für eine Volksbefragung aus wie jene in Donetsk und Luhansk. Dort wurden bereits 2014 Volksrepubliken ausgerufen, die von Russland als Staaten anerkannt werden. Russland muss einsehen, dass es nicht in der Lage ist, seinen Willen mit militärischen Mitteln durchzusetzen, auch nicht in Verbindung mit zynischen Scheinreferenten in bombardierten und nun besetzten Gebieten. Russland muss seine Truppen zurückziehen. Die Ukraine hat jedes Recht, die Integrität und Souveränität des eigenen Landes und die eigene Demokratie zu verteidigen. Dabei unterstützen wir die Ukraine. Und deshalb ist auch ganz, ganz klar, dass diese Scheinreferenden nicht akzeptiert werden können, dass sie nicht gedeckt sind vom Völkerrecht und von den Verständigungen, die die Weltgemeinschaft gefunden hat. Das ist alles nur der Versuch einer imperialistischen Aggression, die dadurch verbrämt werden soll. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg äußerte sich schriftlich, Scheinreferenten haben keine Berechtigung und ändern nichts an der Art des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine, betonte er. Die Proteste nach dem gewaltsamen Tod einer 22-Jährigen im Iran ebben nicht ab. Wie die iranische Nachrichtenagentur Fars berichtete, hatten sich rund 300 Demonstrantinnen in der Innenstadt von Teheran versammelt und Tod dem Diktator gerufen. Das Menschenrechtsbüro der Vereinten Nationen fordert eine unabhängige Untersuchung des Vorfalls. Der tragische Tod von Mrs. Amini, die Vorwürfe von Folter und Misshandlungen müssen unverzüglich, unparteiisch und wirksam von einer unabhängigen zuständigen Behörde untersucht werden, die insbesondere sicherstellt, dass ihre Familie Zugang zu Gerechtigkeit und Wahrheit hat.
Die UN-Organisation erklärte, die iranische Sittenpolizei habe ihre Patrouillen zuletzt ausgeweitet. Besonders Frauen, die ihr Kopftuch nicht ordnungsgemäß tragen würden, seien im Visier der Beamten. Amini war am vergangenen Freitag wegen eines derartigen Vergehens festgenommen worden. Offiziellen Angaben zufolge war sie auf der Polizeistation zusammengebrochen und 3 Tage später im Krankenhaus verstorben. Das deutsche Energieunternehmen Uniper wird verstaatlicht. Dieser Vorgang nimmt rund 3 Monate in Anspruch. Ob die Gasumlage, die am 1. Oktober eingeführt wird, nach dem Abschluss der Verstaatlichung des Konzerns noch in Einklang mit der Verfassung stehe, sei eine berechtigte Frage, so Wirtschaftsminister Robert Habeck. Eine entsprechende Prüfung ist im Gange. Uniper sei eine zentrale Säule der deutschen Energieversorgung, heißt es in einer Mitteilung des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz. Bereits vergangene Woche stellte die Bundesregierung die Rosneft Deutschland GmbH unter Treuhandverwaltung. Damit sollen die Arbeitsplätze in der Erdölraffinerie im brandenburgischen Schwedt gesichert werden. Mit der jetzt beschlossenen Uniper-Verstaatlichung erlange der Bund die wesentlichen Mitsprache- und Kontrollrechte bei dem Unternehmen, um die Versorgungssicherheit in Deutschland sicherstellen zu können, ließ das Wirtschafts- und Klimaschutzministerium verlauten. Vor dem Hintergrund der Energiekrise und steigender Strompreise werden die Lichter auf den Autobahnen in der Region Wallonie im Süden Belgiens nachts abgeschaltet. Dadurch erhofft man sich eine Einsparung von 400.000 Euro jährlich. Wir sind in einer Situation, in der Energie wirklich sehr kompliziert und teuer ist. Alles, was getan werden kann, um den Verbrauch zu reduzieren, wird dazu beitragen, diese Energiekrise zu lindern. Natürlich müssen wir auch andere Einsparungen vornehmen, zum Beispiel in den Geschäften, indem wir nachts auffällige Beleuchtung wie Leuchtreklame ausschalten. Ich denke, wir werden durch die Gesamtheit der Bemühungen und Maßnahmen, die wir ergreifen können, eine wirklich große Wirkung erzielen. Mit der umfassenden Beleuchtung von Autobahnen hat Belgien einen Sonderstatus in Europa. Doch jetzt gilt es in der Wallonie Licht aus zwischen 10 Uhr abends und 5 Uhr morgens. Autofahrer reagierten gelassen. Ich gebe zu, es ist angenehmer, wenn das Licht an ist, aber ich sehe da keine Probleme. Man muss sich anpassen und gut ist. In Deutschland fahre ich ja auch tausende Kilometer auf den Autobahnen, ohne dass sie beleuchtet werden. Und das geht in Ordnung und ohne Probleme. Nicht betroffen von der nächtlichen Abschaltung sind laut Behörden Autobahnkreuze einschließlich der Ein- und Ausfahrten, da diese potenzielle Risikobereiche seien. In den Niederlanden hat König Willem Alexander in seiner Thronrede eine Deckelung der Strom- und Gasrechnungen angekündigt. Immer mehr VerbraucherInnen litten unter den stark gestiegenen Energiepreisen, daher wolle die niederländische Regierung einen Teil der Strom- und Gasrechnung bezahlen. Die Pläne sehen vor, dass der Staat den Unterschied zum Marktpreis an die Energieunternehmen bezahlt, bis zu einem Wert, der sich aus dem durchschnittlichen Verbrauch eines Haushalts errechnet. Nach Puerto Rico ist der Hurrikan Fiona über die britischen Überseegebiete Turks- und Caicos-Inseln gezogen und hat für Starkregen und Sturm gesorgt. Die Regierung der Inselgruppe verhängte eine Ausgangssperre und forderte die BewohnerInnen in überschwemmungsgefährdeten Gebieten dazu auf, ihre Häuser zu verlassen. Es wird erwartet, dass sich der Sturm zu einem Hurrikan der Stufe 4 verstärkt, wenn er am Freitag auf die Bermuda-Inseln trifft. Der spanische Senat hat dem geplanten Beitritt Finnlands und Schwedens zur NATO zugestimmt. Das Oberhaus billigte den Beitritt mit 239 Stimmen für Schweden und 238 für Finnland. Schweden und Finnland hatten als Reaktion auf die russische Invasion in der Ukraine einen Antrag auf Mitgliedschaft in der NATO gestellt. Ein Schweizer Nationalgericht in Übergröße. 1300 Kilogramm Kartoffeln wurden in Bern verarbeitet. Das ergab eine Weltrekord-Rösti mit einem Ausmaß von genau 13,7 Quadratmetern. Gebraten wurde das Gericht in einer Pfanne in Form eines Schweizer Kreuzes. Der Tag, den wir lange ersehnt haben, auf den wir auch über ein Jahr hingearbeitet haben. Die ganze Schweiz hat hier zusammen gemeinsam diesen Rekord geschafft. Die Kartoffeln aus der ganzen Schweiz, aus allen Kantonen, ein sehr starkes Symbol. Der Kartoffelbratling war einst vor allem im ländlichen Raum verbreitet, als nahrhaftes Frühstück vor der körperlichen Arbeit.
Inzwischen steht er ebenso für die Schweizer Küche wie Fondue oder Raclette.